Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grundlagen der Funktionalanalysis im Kapitel 9 zur Integralkonstruktion mittels Fortsetzungsprinzip. Das Gros des Kapitels haben wir jetzt mittlerweile hinter uns. Beim letzten Mal hatten wir uns ja eben dieses Lemma 9.14 angeguckt, wo wir eben diese Halbnorm definiert hatten. Ich möchte die nur als Erinnerungsstütze nochmal einmal hier oben stehen haben. Die war definiert als dieses Integral über Omega mit Sternchen über den Betrag f von t dem μ. Und was sollte dieses Symbol sein? Das soll einfach das Infimum über alle entsprechenden Zerlegungssummen sein, sodass die zugrunde liegende Zerlegung eine μ-Majorante von f stiftet. Das steht aber, wie gesagt, auch alles im Skript, ist im letzten Video enthalten. Und von da aus bauen wir jetzt den Abschluss dieses Kapitels zusammen und schließen das Ganze hinten raus ab, indem wir halt aus diesem ganzen quasi vorgeleisteten Theoriebaus mal das Lebesgue-Maß als sozusagen krönenden Abschluss erhalten, um quasi zu sehen, das, was wir hier gemacht haben, ist zwar zum einen sehr abstrakt theoretisch, aber es lässt sich auch wieder auf das zurückdampfen sozusagen, was wir schon kennen, nämlich das Lebesgue-sche Maß. So, was heißt das jetzt konkret? Wie machen wir weiter? Wir machen weiter zunächst mal mit einer kleinen Folgerung. Und zwar 9.15 ist das. Und zwar, wenn wir eine Funktion haben, das ist jetzt Teil A, von unserer Menge Omega in die komplexen Zahlen, das ist jetzt ja noch nicht besonders viel Voraussetzung, eigentlich ist das ein relatives Standard-Setting, dann gilt natürlich ersichtlicherweise, wenn unser f in der Menge geschwungen L liegt, dann ist das genau dann der Fall, wenn der Betrag f in der Menge geschwungen L liegt. Das ist relativ ersichtlich, rein aus der Definition der Menge L, denn L war ja die Menge, quasi für die eine μ-Majorante existiert. Ja, wenn für f eine existiert, existiert auch für Betrag f eine, indem wir einfach alle negativen Teile nach oben klappen. Und wenn für Betrag f eine existiert, dann ist quasi f entweder eine Spiegelung nach unten oder es ist sowieso schon Betrag f, dann ist das auch klar. Also das ist sehr, sehr einleuchtend. In diesem Fall haben wir dann natürlich auch, dass die Normen gleich sein müssen. Also wenn ich die Norm von f in der μ-Norm messe, dann ist das gleiche, als wenn ich die Norm von Betrag f in der μ-Norm messe. Das steckt im Wesentlichen dahinter. Und zu guter Letzt, wenn wir L betrachten, dann ist das ein Vektorraum. Das dürfte nicht großartig überraschen. Und auf dem wird durch diesen obigen Ausdruck da oben, also den hier, der hat im Skript die Nummer 9.13, durch diesen Ausdruck wird eine Halbnorm definiert. Also mit Halbnorm. Wie in 9.13. Heißt also, wir können diesen Raum der, ich sag mal in Anführungsstrichen, integrierbaren Funktionen, können wir halb normieren. Das ist ja schon mal eine schöne Eigenschaft. So, nun brauchen wir einen letzten vorbereitenden Satz, um dieses Fortsetzungsprinzip aus Satz 8.4 auf unser Integral anwenden zu können. Was war überhaupt das Ziel? Wir wollten von den Treppenfunktionen, die wir definiert haben, also von dem elementaren Integral, fortsetzen auf einen größeren, insbesondere einen vollständigen Funktionenraum, und den wollten wir L1 nennen. Dazu wollten wir erst eine geeignete Halbnorm wählen, das haben wir jetzt mit diesem Norm fμ geschafft, und jetzt wollen wir daraus eben dieses Fortsetzungsprinzip erhalten. Und dafür brauchen wir einen Satz, den werden wir jetzt nicht beweisen. Der Beweis ist nämlich einfach nur länglich und kann wie so oft im Caballo nachgelesen werden. Und das ist der Satz 9.16. Der macht jetzt ein paar Äquivalenzaussagen zu Inhalten Präringen auf Mengen. Also wir nehmen uns einen Inhalt. Zunächst mal nehmen wir uns eine Menge. Machen wir es so rum. Dann nehmen wir uns einen Präring über Omega und einen Inhalt μ auf diesem Präring. So. Und dann sind äquivalent. Und jetzt kommen 6 Aussagen. Zum ersten. Der Inhalt μ ist Sigma-additiv. Ja, auf dem Präring, also auf P. Dann B, dieses μr. Das μr hatten wir definiert in
Bei mir steht Formel 9.9, das ist auch richtig, das ist Folgerung 9.9. Das ist im Wesentlichen einfach das Integral gewesen über die charakteristische Funktion dμ. Das Ding ist Sigma-additiv. Jetzt aber nicht auf P, sondern auf dem zugehörigen Mengensystem R von P, also auf dem Ring R von P. So. C, jetzt kommt so eine Folgeneigenschaft, wie man die schon häufiger mal kennt. Für jede Folge mn in R von P. Und jetzt kommt sozusagen eine ganz klassische Konsistenzeigenschaft. Wir fordern, dass die Mengen sozusagen monoton liegen sollen. Das heißt, mn plus 1 soll eine Teilmenge sein in mn, was letztlich dazu führt, dass sich das auf einen Punkt zusammenziehen sollte, zumindest wenn man in vernünftigen Räumen arbeitet. Und das ist quasi auch die Aussage, die jetzt hier so nach hinten rauskommt. Also die sollen so monoton sein für n aus n. Dann gilt, ja, wenn der Schnitt leer ist, also wenn der Schnitt n gleich 1 bis unendlich über mn gleich leer ist, dann folgt das μ von mn, und zwar nicht das μ selber, sondern das μr, weil wir sind ja in dem Mengensystem, da können wir nur mit dem μr argumentieren. Das geht gegen 0 für n gegen unendlich. Was ja letzten Endes heißt, dass das, was hinterher rauskommt, eine Nullmenge ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Hausdorffraum arbeiten würden, dann wäre das tatsächlich dazu äquivalent, dass sich diese Mengen eben auf einen Punkt verdichten, sozusagen. Verdichten ist vielleicht das falsche Wort. Ja, passt. Gut. Lassen wir das einfach mal so stehen. Die nächste Eigenschaft D, das ist so eine Art Folgenkriterium, wie man es kennt. Wenn wir eine monoton fallende, also zunächst mal für jede monoton fallende gegen null konvergente Folge, also ein ganz einfaches Beispiel wäre zum Beispiel 1 durch n. Das ist definitiv monoton fallend gegen 0 konvergent. Wir notieren das kurz mit phi n konvergiere von oben gegen 0. Und das soll in dem Raum T der Treppenfunktion sein. Und für jede solche Folge gilt, das Integral über diese phi n, das konvergiert auch gegen 0 für n gegen unendlich. Das heißt, wenn ich eine Folge habe, die gegen 0 konvergiert, innerhalb der Treppenfunktion, dann konvergiert das Integral auch gegen 0. Für n gegen unendlich. Das ist sozusagen, wenn wir uns das grafisch vorstellen, so, wir haben eine Funktion, die konvergiert gegen die Nullfunktion, dann soll auch das Integral gegen die Nullfunktion konvergieren. Das ist die Aussage, die dahinter steckt. Und das ist relativ anschaulich. Man kann das ja ganz einfach auf eine Funktion in R übertragen. Dazu äquivalent ist wiederum, es gilt der Die Betrag des Integrals i μ von phi ist kleiner gleich als diese Halbnorm. Also das Integral darf nicht größer werden als die kleinste μ-Majorante vom Wert her. Das ist auch relativ ja, anschaulich, wenn man sich halt wieder ein Bild mit den Treppenfunktionen vorstellt. Und was ist noch äquivalent? Die Aussage f ist noch äquivalent, und zwar es gilt, wenn ich die Norm nehme von i mu von Omega, ach Omega phi, dann ist das kleiner gleich als i mu vom Betrag von phi. Ja, und i mu vom Betrag von phi, wenn man jetzt mal ganz genau in die Definition guckt, das ist gerade die Halbnorm. So, das ist sozusagen der Satz, den wir jetzt ohne Beweis zitieren wollen. Diese letzte Aussage hier, die kriegt auch noch eine Nummer. Und wie gesagt, ohne Beweis. Und wer da nachlesen will, der guckt mal in Caballo, also in den Grundkurs rein. Und zwar auf den Satz A3.2. Da steht der Beweis drin, oder zumindest steht drin, wie es geht, wenn ich mich richtig erinnere. Gut.
Jetzt wollen wir uns kurz einmal eine Bemerkung erlauben, damit man auch sieht, ja, warum ist das hier so eine sinnvolle Definition, sag ich mal, warum ist das so nett an der Geschichte? Wenn ich mir das anschauliche Volumen von Quader nochmal anschaue, das haben wir in 9.3, also in Formel 9.3, Volumen von Quadern. Das war im Wesentlichen einfach nur das Produkt der Intervalllängen, die den Quader definieren. Das erfüllt alle diese Eigenschaften. Das ist aber auch logisch, weil wenn es eine erfüllt, das sind ja Äquivalenzen. Das heißt, wenn ich eine erfüllt habe, dann habe ich alle erfüllt. Was zumindest ziemlich einfach zu zeigen wäre, wenn man ein bisschen Maßtheorie schon mal gemacht hat, zum Beispiel in so einer Vorlesung wie Analysis 3, das wäre die Aussage C zu zeigen, wenn man sich eine Folge nimmt in dem zugehörigen Mengensystem, die monoton ist und sich irgendwie auf einen Punkt zusammenzieht, dann geht auch das Maß gegen 0. Das ist so eine ganz klassische Aussage zur Maßtheorie mit dem Lebesgue-Maß. Das heißt, da könnte man C relativ einfach zeigen für das Setting des Volumen von Quadern. Und wenn man das hat, hat man automatisch alle anderen Aussagen auch. Eben durch diese Äquivalenzen. Und jetzt wollen wir eben das, was wir bis jetzt gemacht haben, an Theorie anwenden auf die Konstruktion integrierbarer Funktionen. Und jetzt kommt gleich ein einziger Satz, und zwar wirklich ein sprachlicher Satz. Und da können wir dann sehen, warum wir den ganzen theoretischen Kram gemacht haben. Also Konstruktion integrierbarer Funktionen bildet jetzt auch zugleich den wo war es denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Bildet auch zugleich den Abschluss dieses Kapitels. Wo war denn hier das Glätten? Was man so alles vergisst. T einfach. Na gut, egal. Ist auch so ganz gerade. Also, wir nehmen uns jetzt einen Präring P. Und zwar so, dass der Eigenschaft 9, 14 hat. So, was war Eigenschaft 9, 14? Gucken wir ganz kurz nach. Das ist diese Eigenschaft hier. Also, dass ich den Betrag des Integrals auf Phi nehme. Das ist kleiner als die Halbnorm Phi für jedes Phi in dem zugehörigen T. Sei dazu μ ein Inhalt. Und zwar derjenige Inhalt, zu dem diese Eigenschaft 4 gebaut wird, sozusagen. Ne? Inhalt. Jetzt definieren wir uns diese Menge L1, die wir haben wollen. L1 gleich L1 in Abhängigkeit von der Menge Omega für den Präring. Die haben wir jetzt hier so ein bisschen unterdrückt. Dem Präring selber. Und dem Inhalt μ und setzen den einfach als folgende Menge hin. Wir nehmen die Treppenfunktionen auf Omega P μ und schließen das Ding ab. Und den Abschluss bilden wir in einem ganz bestimmten Raum. Und zwar im Raum L von Omega P μ versehen mit der Halbnorm. Gebildet werden. Jetzt habe ich hier einen Tippfehler im Skript. Da steht schon ein Komma und ein Punkt. Nicht weiter tragisch, aber irgendwie ärgerlich. Und das ist der Satz, wo jetzt sämtliche Theorie, die wir in Kapitel 9 bis jetzt hatten, einmal verwendet wird. Und zwar in folgender Art und Weise. Der Abschluss von T wird ja jetzt gerade in diesem halbnormierten Raum gebildet. Um diesen halbnormierten Raum jetzt aber einfach hinschreiben zu können, müssen wir uns vorher überlegen, ja, was brauchen wir für eine Halbnorm? Das heißt, da ist quasi der gesamte Teil mit der passenden Halbnorm relativiert. Um die Halbnorm allerdings hinschreiben zu können, haben wir Treppenfunktionen benutzt. Das heißt, wir mussten da den gesamten Theorieteil zu Treppenfunktionen entwickeln. Das waren die Sätze 9, 9 und so. Um jetzt aber in die Treppenfunktion reingehen zu können, da wollten wir ja was auf Präringen machen. Das heißt, da mussten wir am Anfang des Kapitels die Präring-Theorie machen. Und die Voraussetzung an den Präring jetzt bei dieser Konstruktion, die Eigenschaft, die er haben soll, der benötigt 9, 16. Also das heißt, nur damit wir den Abschluss dieser Treppenfunktion in dem halbnormierten Raum bilden können,
Das rechtfertigt quasi schon, alles vorher gemacht zu haben. Ich weiß jetzt übrigens auch gerade nicht, warum hier noch dieses Hilfefensterchen angezeigt wird. So. Jetzt dürfte es wieder richtig sein. Ist gerade scheinbar nicht rausgegangen. Das heißt, nur für diesen auf den ersten Blick relativ banalen Schluss, da haben wir im Wesentlichen die gesamte Theorie für entwickelt. Und jetzt wollen wir das auch nochmal eben ein wenig spezieller charakterisieren. Und zwar können wir jetzt eine Approximationscharakterisierung vornehmen. Wir können sagen, gut, eine Funktion gehört genau dann zu L1, wenn es eine Folge von Funktionen in T gibt, also in dem hier, ohne den Abschluss, die quasi gegen das F konvergiert. Das ist jetzt eine ganz normale normale Folgerung. Also F in L gehört genau dann zu L1, wenn es eine Folge. Das ist jetzt wieder diese ganz normale Charakterisierung von Elementen. Wenn es eine Folge Psi J in T gibt mit, und jetzt haben wir hier die ganz normale Approximationseigenschaft, die Norm von F minus Psi J, die soll gegen 0 gehen. Die Norm ist jetzt natürlich eine Halbnorm. Und zwar, wenn ich das J hoch genug mache. Und groß genug mache. So. Und jetzt nehmen wir uns das Integral i μ und wenden auf das Integral i μ 8,4. Also wende nun 8,4 auf i μ an. Ja, was passiert? Es existiert eindeutig bestimmte stetige lineare Fortsetzung. Und zwar nennen wir die i-μ quer. Ich scrolle auch sofort wieder dahin. Von der Menge L1 von Omega p μ in die komplexen Zahlen. Und zwar derart, dass die Norm erhaltend ist, also mit Norm i μ quer gleich 1. Und das ist jetzt tatsächlich wieder die Operatornorm des zugehörigen Operators, der hier steht. So, schreiben wir nur noch formal Folgendes auf. Und zwar, wenn wir das Integral über μ nehmen, f dμ, dann wollen wir damit sagen, okay, wir nehmen eigentlich das Integral über Omega f von t d μ von t, wobei das hier jetzt als Stieltjes Integral interpretiert werden kann, wenn man das möchte. Und das wiederum definieren wir einfach, das soll die Fortsetzung sein. Also das soll i μ von f, also i μ von f quer sein. Das kriegt die Nummer 9.18, das heißt, ich habe wieder Nummern vergessen, und zwar hier die 9.17 und irgendwo bestimmt auch die 9.16 und 9.15, genau, die Approximationseigenschaft. Die ist 9.16 und die Definition von L1 hier, das ist 9.15. Ach, nur der Vollständigkeit halber. So, und zwar für was wollen wir das haben? Für f aus L1 natürlich. Weil so ist unser Operator ja jetzt gebaut. So, wenn jetzt f in L1 ist, dann haben wir sofort Betrag f in L1. So, und jetzt nehmen wir uns diese Voraussetzung 9.14, die wir ja nach Voraussetzung zur Konstruktion oben an den Präring gestellt haben. Und dann können wir sagen, okay, es gilt auch Folgendes, wenn ich dann Integral über Omega Betrag f von t d μ von t nehme, ja, dann ist das einfach gerade Integral μ Stern Betrag f von t d μ von t. Und das ist aber gerade nichts anderes als die Halbnorm. Das heißt, wir haben hier sozusagen wirklich eine stetige lineare Form konstruiert, und zwar eben für f in L1. So, jetzt könnte man an dieser Stelle sagen, okay, wir wollen noch weitermachen. Und wir wollen noch einen Zusammenhang von L1 zu der Menge der messbaren Mengen finden auf einer Sigma-Algebra, auf einer beliebigen Menge Omega. Und man kann das konstruieren, und zwar man kann zeigen, dass Folgendes gilt: Wenn ich eine Sigma-Algebra Sigma habe und eine beliebige Menge Omega habe, dann kann ich zeigen,
dass folgende Inklusion gilt, beziehungsweise sogar Gleichheit gilt. Das werden wir aber nicht zeigen, das kann man aber nachlesen. Ich sage euch auch gleich wo. Und zwar kann man dann zeigen, dass dieser Raum L1 von Omega bezüglich des Prärings P und dem Inhalt μ das gleiche ist wie der Raum L von Omega P μ geschnitten mit den messbaren, oh, das ist jetzt ein sehr verkümmertes M, mit den messbaren Funktionen von Omega bezüglich dieser Menge Sigma, die dahinter steckt. Das heißt, hier drin liegen alle Funktionen, die gleichzeitig integrierbar und messbar sind. Das kann man sich so mal plakativ vorstellen. Das wäre Caballo 2011, also der Grundkurs. Und zwar ist das Satz A312. Wäre eine nette Anwendung des Ganzen. So, um das Ganze jetzt mal wirklich zum Abschluss zu bringen, kommt jetzt Beispiel 918. Das ist jetzt relativ unspektakulär in Anführungsstrichen. Aber das ist jetzt gerade die Charakterisierung des Lebesgue-Maßes. Und das geht jetzt super schnell. Wir definieren es einfach. Wir sagen einfach I Lambda quer, also so eine Form wie hier oben, die soll jetzt nicht neben den Raum L1, so wie er oben definiert ist, bezüglich R hoch N als Omega, den messbaren Quadermengen als Präring, das haben wir ja gezeigt, dass das einer ist. Dann nehmen wir das Lambda, wie wir es kennen, als Abbildung, das halt naiverweise diesen Quadern ihr Volumen zuweist. Und das bilden wir auf C ab. Und das ist das Lebesgue-Integral. Heißt Lebesgue-Integral. Ja, und darüber haben wir jetzt eben eine alternative Charakterisierung des Lebesgue-Maßes hergeleitet. Und das war ja sozusagen die Motivation am Anfang, warum wir uns überhaupt mit diesem Abschnitt beschäftigen wollten. Gut. Ich gebe zu, es ist nicht der spannendste Abschnitt gewesen, aber ich finde ihn doch einigermaßen strukturstark, weil man hat doch relativ viel Erkenntnis, wenn man das einmal so ein bisschen durchgearbeitet hat. Wir werden es allerdings, das sage ich auch nochmal ganz betont, im Folgenden nicht mehr großartig brauchen. Zumindest plane ich das nicht mehr großartig zu brauchen, aber es ist halt eine der sehr schönen Anwendungen von diesem Fortsetzungsprinzip 8.4. Gut, das wäre es für diesen Teil. Nächstes Mal werden wir uns mit dem Spezialfall der Funktionalanalysis beschäftigen, nämlich wenn die behandelten Räume endlich dimensional sind. Das ist auch ganz spannend. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, was hoffentlich nicht so lange dauern wird wie dieses Video. Und damit tschüss und bis dahin.